So, da bin ich wieder zurück. Ihr habt es ja mitbekommen, ich habe soweit alle Aufgaben für euch hochgeladen. Der ein oder andere war ein bisschen schwieriger, zum Beispiel die mit dem Bus oder auch die, ihr seht, mit den IO-Waffen. Aber da werde ich mich in aller Ruhe dran setzen. Vielleicht mal, übermorgen bin ich gar nicht da. Ich mache zwar für euch die Shop-Videos und hab's nicht gesehen, aber morgen bin ich so den ganzen Tag nicht da. Ihr seht, ich bin Level 202. Aber was habe ich noch nicht gemacht? Richtig, ich habe mir den Level 200 Skin noch nicht geholt. Das werde ich jetzt mit euch zusammen machen. Wir gucken uns den natürlich zusammen an. Ich sage ja, ich hätte es mehr gefeiert, wenn Dr. Strange Level 200 bin. Bin ich ganz ehrlich. Schreibt mir in die Kommentare, was wäre für euch besser gewesen? Tsuki 2.0 oder eher Dr. Strange? Also ich persönlich finde definitiv Dr. Strange besser. Also als Level 200er Skin. Weil der Skin hier, ja, man weiß halt, der den Skin hat, hat Level 200 erreicht. Aber ganz persönlich, Dr. Strange ist in meinen Augen so mehr im Fokus, was hier die Season betrifft. Aber ich würde sagen, Level 200 erreicht. In Anführungszeichen habe ich mein Ziel jetzt erreicht für die Season. Ich war ja gesagt, so schnell wie möglich wollte ich Level 200 werden. Wie habe ich das Ganze geschafft? Also eigentlich ziemlich simpel. Rette die Welt. Ausschlaggebender Punkt, definitiv. Und mit der Map hier, warte mal, habe ich den Code davon irgendwo? Kann ich den Code irgendwo nochmal einsehen? Benutzer? Ne, den auch nicht. Man kann auch nicht nach der Map suchen, ne? Ich habe den Code irgendwo mal gesehen und das war's dann. Weil in der Map kann man halt echt gut leveln. Wenn ihr die irgendwo seht, nehmt sie. Ist wirklich mit die beste. Die war, oder warte mal, die war doch sogar hier unten vorgeschlagen. Warte mal, ich guck mal gerade. No Build. Da unten, hier ist sie. Ich habe ja gesagt, da ist sie. Für mich die beste Level-Map. Du kriegst pro Kill 200 noch was an XP. Und halt dann, wenn du 3 Kills machst, kriegst du, glaube ich, 6000 XP. Oder 3000, will ich jetzt falsches sagen. Bei 10 Kills, ne, bei 5 Kills kriegst du nochmal 6000 und bei 10 Kills kriegst du dann nochmal 15.000 XP. Ist eigentlich ganz lustig, die Map. Also ich kann die wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr keine Rette die Welt habt. Natürlich werden die XP auch da weniger, aber da macht es wenigstens noch ein bisschen Spaß und nicht irgendeinen Blödsinn da machen. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, welches Level seid ihr? Also welches Level und welchen 200er Skin hättet ihr mehr gefeiert? Ich hoffe, ihr kommt schnell auch auf Level 200. Der ein oder andere ist jetzt schon sogar schon drüber. Ich sehe natürlich, wer bei mir in die Lobby reinkommt und über 200 ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.